sieht schon lustig aus, wie die hier arbeiten. Okay, das neunte Auto ist auf dem Weg. Und gleich das 10. Auto. Geht doch schon ganz gut voran. Unlock Research Department. Wie können wir das denn unlocken? Gleich ist es soweit, okay. Blueprint Research. You unlock new blueprints by progressing technologically and completing events. Additional blueprint can be unlocked by choosing a research station and setting it to discover. You also need to develop a discovered blueprint using a research station before you can produce it. Okay, dann bauen wir doch mal noch ein neues Häuschen. Hier in die Ecke, nicht allzu groß. Eine Tür. Und dann hier. Wo haben wir es? Research Zone. Research Blueprint Slot. Research Table. Machen wir gleich mal zwei. Dann brauchen wir wahrscheinlich doch noch ein Tor. Damit man das Fahrzeug, was wir hier drin entwickeln, auch rausfahren kann. So. Place Research Desk 3 Stück sogar. Okay. Wenn du es so willst, dann halt 3 Stück. Und 3 Research sollen wir anstellen. Wait. Hier. Nope. Hier. Die sind echt teuer. There's a new power in town. Generic Motors GM. Now we have even more competition. Generic Motors is the most high-tech manufacturer out there. We need to invest wisely in tech research and maintain an effective team of researchers if we don't want our cars to fall behind. Have a friendly talk, ignore them, try to zoo them. Start quest, discover a new blueprint. Ignore them. Und wie läuft sie drüben? Sieht gut aus. Oh shit. Ich warten echt viele Leute. Discover a blueprint. Posters, ads. Scrapping deals. You gain more money from scrapping parts. Das hört sich gut an. Poster ads, production and promotions. As long as
a product is in a sales slot, you can choose ways in which you wish to promote it. Each promotion has a weekly cost, but increases the chance of a client wanting the product. It also influences your factory's reputation. Ja, für das brauchen wir erstmal mehr Fahrzeuge, die zusammengebaut sind. Denn wir sind fast immer out of stock. Vielleicht wäre es schlau, das Ganze hier auf die Seite auszubauen. Die Tür ist eh eigentlich doof hier drüben. Weil hier ist der Eingang viel einfacher. Und dann bauen wir doch einfach noch eine zweite Station. Ich frage mich gerade. Sorry, kann man das hier abreißen alles? Man kann es an die Wand bauen. Oh shit. Okay. Ich glaube, wir bräuchten gar nicht so viel Storage Zone am Anfang. Vielleicht könnten wir 4 Stationen hineinbringen, wenn wir das Ganze gut aufteilen. Okay, wahrscheinlich eher doch nicht, aber 3 würden wahrscheinlich reinpassen. Glaube ich. Assembly line. Okay, man kann sie an die Wand bauen. Könnten es versuchen. Funktioniert das so?
Mal schauen. Sieht zwar etwas, naja, aus. So, sieht das Ganze schon etwas besser aus? Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Okay. Schade, schade. Es funktioniert gar nicht. Gut, dann lösche ich halt eins wieder. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Irgendwie ja nicht. Habe ich da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht? Gibt es eine Steuerung dafür? Sieht nicht so aus. Ja gut. Ist das jetzt schon ein Bug, dass ich nicht mehr wegkriege?
conveyor modification. Wie kriege ich das Teil weg? Ich glaube, die Conveyor Belts sind noch etwas buggy. Da man das halt echt nicht löschen kann. Click and drag on building edge. Ja, bringt mir auch nicht viel. Funktioniert das? Gut, dann bleibt es halt ugly. Vorerst. Wenn es nicht anders geht. Alter. Gut. Das nervt mich gerade echt. Entweder habe ich irgendwo etwas übersehen, dass das irgendwie möglich ist oder auch nicht. Wollte ich nicht. Okay, Bug Reports. Werde ich gleich mal ausfüllen. Ich würde sagen, das war's dann halt erstmal für dieses kleine Untesting dieser Demo. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, das Spiel ist recht interessant eigentlich und komplex. Und ja, vielleicht sehen wir es nochmal auf diesem Kanal. Mal schauen. Von daher bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Tschüss.